Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani. Nächstes Jahr erscheinen mal wieder richtig coole neue Anime auf Blu-ray und DVD und da möchte ich euch gerne heute meine Highlights vorstellen. Also fangen wir an. Animoon hat's angekündigt und ich war erstmal so, wait, what? Als ob das von Animoon kommt. Einfach mal Index kommt bei Animoon und nein, nicht nur das, es kommt einfach auch noch Railgun dazu plus Instant wurde einfach bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von beiden auch noch kommt. Also das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ob man den Anime jetzt mag oder beziehungsweise die Anime ist jetzt natürlich so dahingestellt. Ich finde es auf jeden Fall cool und es gab es ja so lange schon auf Netflix und so immer nur mit deutschem Untertitel, mit japanischem Ton. Aber jetzt kommt es endlich auf Deutsch und dann auch noch von Animoon, von den Göttern, Leute. Einfach ein Index Railgun bearbeitet bei Animoon. Ihr wisst, was das heißt. Das wird saugeil. Klar, das wird auch ein bisschen teurer, aber es wird saugeil. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist Accelerator, denn da wurde einfach noch nichts angekündigt. Zumindest nicht, dass ich was wüsste. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass das auch noch im Verlauf des Jahres oder so irgendwie dann auf Blu-ray erscheinen wird oder so. Dann kommen wir zu einem Anime, der mich echt verwundert hat, dass es doch so schnell eigentlich geht, nämlich Battle Game in 5 Seconds. Anscheinend kam der ja wirklich so gut an, dass man gesagt hat, okay, wir bringen den jetzt schon sehr schnell auf Blu-ray raus. Freut mich sehr, ihr wisst, ich mag Battle Game in 5 Seconds, auch wenn der Anime einige Schwächen hat. Gerade seine 3D-Animationen sind wirklich... Aber ich fand den Anime halt cool, wünsche mir sehr gerne eine zweite Staffel, er kam auch sehr gut an. Soweit ich weiß, ist es auch der beliebteste Anime aus diesem Studio tatsächlich gewesen. Ja, und da hoffe ich natürlich, dass eine zweite Staffel kommt. Wenn er jetzt schon bei uns einfach auf Blu-ray erscheint, muss das, denke ich, schon was Gutes heißen. Aber ihr kennt das Ganze ja mit dem Anime, ne? Selbst wenn der Anime super gut ankommt, heißt das noch lange nichts. Und ja, da müssen wir jetzt einfach abwarten. Ich gehe aber trotzdem mal einfach dadurch aus, weil wir jetzt auch in einer Zeit leben mit Crunchyroll und so, dass eine zweite Staffel sehr wahrscheinlich kommt. Ja, meine Freunde, ne? Battle Game in 5 Seconds gibt es noch nichts wirklich großartig da zu wissen. Nur halt, dass es nächstes Jahr auf Blu-ray kommt. Ich freue mich da sehr drauf. Kommen wir nun zu einem Anime, wo wahrscheinlich viele den nicht so gern mochten oder doch ein bisschen enttäuscht waren und manche ihn doch sehr positiv aufgefasst haben, nämlich Platinum End. Ja, ihr wisst auch dazu hoffentlich meine Meinung. Platinum End war auch für mich so eher so, boah, geht so. Man hatte halt immer im Kopf, ja, das ist von den Machern von Death Note, ne? Und irgendwie kam das dann nicht so rüber. Ich muss hier auch ganz klar sagen, ich glaube, ein großes Problem hieran lag einfach, dass der Anime nicht, wie man das halt bei Death Note kennt, im Studio Madhouse gemacht worden ist, sondern in einem anderen Studio. Und naja, das war vielleicht ein kleiner Fehler, aber der Anime kam halt trotzdem gut an und ich meine, er kommt jetzt auf Blu-ray raus. Doch jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, du hast den Anime jetzt auch nicht so mega gefeiert und redest jetzt in dem Highlight-Video hier im Endeffekt drüber? Ja, tatsächlich schon, denn irgendwie habe ich doch Bock gekriegt und ich weiß nicht, wie Crunchyroll das mittlerweile jetzt auf den Blu-rays packt, ob sie jetzt wirklich ihre Crunchyroll, eigenen Animationsdinger da, ihr wisst hoffentlich, was ich meine, diese Untertitel, die man halt auch bei Crunchyroll hat, die gibt es ja auch dann bei YouTube. Früher war das aber dann so, dann hatte man ja die KZ-Blu-ray und da war dann halt nichts bearbeitet drauf, sondern diese billigen Arealschriften. Falls einer schon neuere Crunchyroll-Blu-rays hat, ist es da immer noch so geblieben mit den Arealschriften oder hat man jetzt tatsächlich diese Untertitelbearbeitung, wie man sie bei Crunchyroll auf der App halt kennt? Wäre cool, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da trotzdem drauf. Keine Ahnung, ich habe irgendwie voll Bock auf Platinum End. Und tatsächlich ist er in Anführungsstrichen gar nicht mal so übertrieben teuer für ein Anime. Auch wenn das erste Volume irgendwie um die 60 Euro liegt. Ich habe da einfach trotzdem Bock drauf. Keine Ahnung, ich freue mich drauf. Aber Leute, irgendwie kriege ich so langsam Hunger. Und ich glaube, da gibt es jemanden, der mir da weiterhelfen kann. Und da gibt es auch ein bestimmtes Anime zu, nämlich The Devil is a Part-Timer. Wer hätte damit gerechnet? Ja, meine Freunde, dazu wurde tatsächlich auch schon angekündigt. Ihr wisst ja, ne, die zweite Staffel lief ja im Simulcast bei Aniverse. Und ich habe halt kein Aniverse und ich werde mir jetzt auch nicht für die zweite Staffel von Devil is a Part-Timer Aniverse holen, sage ich euch ganz ehrlich. Lohnt sich für mich jetzt persönlich nicht. Heißt aber nicht, dass es für andere sich nicht lohnt. Aber dann kann ich dort auch halt nur den Anime auf Japanisch mit deutschem Untertitel gucken.
So, und die erste Staffel war wirklich großartig und die deutsche Synchro war einfach nur, ne, die deutsche Synchro war herrlich. Ich glaube, sie ist einfach besser als die japanische, ganz ehrlich, Leute, die deutsche Synchro war super. Und als ich dann gesehen habe, dass es halt bei Aniverse kommt, da dachte ich so, oh Gott, wie, hat jetzt die Rechte KSM? Oh ne, dann gibt es bestimmt andere Synchronisationen und oh, das wird ein Reinfall, weil, ne, ihr kennt das ja, wenn andere Synchros dann da sind und so, dann, ne, da hat man keinen Bock mehr drauf. Aber nein, tatsächlich hat Anime House, die auch die erste Staffel und die Synchronisation gemacht haben dazu, die haben eine Kooperation mit Aniverse und der Anime erscheint nächstes Jahr auf Blu-ray-DVD von Aniverse, wollte ich jetzt schon sagen, von Anime House. Gott sei Dank, Halleluja. Heißt, wir können uns sehr wahrscheinlich auf die gleiche Synchro freuen. Gut, ich sag mal so, es ist natürlich jetzt schon eine sehr lange Zeit her, wo die erste Staffel halt auf Blu-ray rauskam und so. Also ich meine, die Synchronisation, die ist ja auch schon super lange her. Das kann natürlich sein, dass man vielleicht den ein oder anderen Sprecher nicht mehr so ganz kriegt. Aber ich würde es schon cool finden, wenn wenigstens der Hauptcharakter ja die gleiche Synchro bekommen würde. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Ich denke aber, dass Anime House dafür sucht, die gleichen Synchrosprecher wie damals ja, zu kriegen. Freue ich mich sehr drüber. Und meine lieben Freunde, damit kommen wir auch schon zum letzten Anime. Und den habe ich auch direkt extra am Ende gepackt. Weil das ist wirklich was gewesen, wo ich wirklich so dachte, nein, nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja, meine lieben Freunde, der heilige Marvin von KSM hat es, keine Ahnung, herbeigerufen. Boah, ey, wirklich, wo ich das gehört habe, dachte ich mir so, wow. Ja, ich weiß, dass Nana angekündigt worden ist, das interessiert mich aber leider nicht wirklich, Leute. Tut mir leid, der Anime kann gut sein, aber das hat mich einfach nicht interessiert. Mich hat interessiert Monster. Ja. Monster, einfach Monster, Leute. Er kommt wirklich auf Blu-ray. Ja, das wird schweineteuer, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird extrem teuer, aber ich habe da so Bock drauf. Einfach mit deutscher Synchronisation endlich in Deutschland erhältlich. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und wirklich großes Lob an KSM, dass sie den endlich dann rausbringen werden. Hammer, wirklich. Monster muss einfach in meinem Regal stehen, habe ich so Bock drauf. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr. Da wird es auch natürlich auf diesem Kanal ein Unboxing zu geben. Ganz klar zu jedem einzelnen Volume. Da habe ich so Bock drauf, ne? Und es wurde ja noch damals gesagt bei Ninotaku TV. Und oh ja, das wird niemals in Deutschland erhältlich sein. Ja, von wegen, Leute. Hört nicht auf diese Leute, ne? Die können euch alles erzählen. Nein, hier sind die Facts, Leute. Monster erscheint auf Blu-ray. Und ich freue mich da sehr drüber. Danke, Marvin. Ja, meine lieben Freunde, das waren auch schon die Highlights. Klar, es gibt noch einige weitere und es werden wahrscheinlich auch noch weitere angekündigt. Aber das sind wirklich jetzt so gerade die Highlights gewesen, die ich euch erzählen wollte, wo ich mich auch sehr drüber freue. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Und worauf freut ihr euch? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich natürlich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis bald. Ciao.